Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ey, ohne Scheiß. Also ich glaube, die Supermärkte kriegen jetzt echt Lieferengpässe, weil dann nur noch 10% von der Belegschaft Waren liefern können. Einfach 4 von 5 wandern direkt in den Knast. Ich glaub's nicht. Alter Schwede. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Episode von Police Simulator Patrol Officers. Ja, dieses Mal mit dem IPV, dem Interstate Police Vehicle. Das ist ein Fahrzeug, was so ja irgendwann zwischen den 80er und 90er Jahren quasi dessen Vorbild sein sollte. Das kam mit dem Highway DLC dazu und ja, es ist an sich ein sehr cooles Fahrzeug. Ist natürlich ein bisschen, ja, Vintage-Style, aber das Geilste an dem Teil sind mit Abstand wirklich die Drehspiegel von dem Lichtbalken. Ist das nicht geil? Ich habe extra damit gewartet, bis wir wieder eine Nachtschicht haben, weil ich finde, das sieht übelst cool aus. Ja, das ist schon echt geil. Auf jeden Fall, wir hatten in der letzten Folge, hatten wir wieder einen Tatort und dann mit einer Personenbeschreibung, die wir letzten Endes nicht ausfindig machen konnten. Und zum Ende hin ist leider wieder das Spiel abgeraucht. Und ich dachte eigentlich, das liegt an der HDD, lag's aber nicht. Und ich habe da mal geguckt, ich habe meine Steam-Files überprüft und tatsächlich waren da fehlerhafte Dateien, die sich irgendwie eingeschlichen haben. Und ich hoffe, dass es das jetzt war mit unseren Abstürzen. Weil es ist so, ich habe ja jetzt die Dateien soweit korrigiert. Oder korrigieren lassen durch Steam halt. Da gibt es ja extra so eine Fehlerüberprüfung. Und ich hatte danach mal eine Testaufnahme gemacht, aber ohne Aufnahme. Also einen Testdurchgang. Und da kam ich, glaube ich, auf 1 Stunde 20 Minuten ohne Absturz. Ich bin überall durch die Map gefahren. Verschiedenste Missionen, also Einsätze. Und nichts war. Nichts, kein Absturz. Ja, boah, das läuft so gut. Das wollte ich auch euch unbedingt zeigen, die Wiegestation. Ja, wobei eigentlich, ja, normalerweise fahren wir da nicht mit Sonderrechten hin, aber ich mache das jetzt mal, damit man so ein bisschen die Lichter sieht. Ich finde diese Lichter so cool und es sieht auch von innen total geil aus. Ich habe das tatsächlich in meiner, ich sag mal, in meinem Interesse dieses Fahrzeug ein bisschen vernachlässigt. Weil ich da nie so Bock drauf hatte, mit dem Ding mal zu fahren oder mir das auch nur anzugucken. Aber als ich mir das dann doch mal angeguckt habe und habe dann die Drehspiegel gesehen, wurde das sofort interessant. Und jetzt, wo ich das mal bei Nacht gesehen habe, also ja, ich finde ja, feier ja, den nehmen wir jetzt erstmal nicht. Ich feier ja das Fahrzeug an sich jetzt nicht so krass, aber dieser Lichtbalken mit diesen Drehspiegeln, wie man die halt aus der 80er Jahre oder vielleicht auch noch von vorher kennt. Das ist halt so eine Sache, die mich dieses Auto total geil finden lässt. Wirklich, es ist einfach nur richtig geil. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur so ein bisschen speziell, dass ich sowas so abfeier. Ich glaube, für die meisten Leute ist das einfach halt Rot-Blaulicht und die denken sich, ja, sieht cool aus und das war's. Nur, ich bin mal so alten Sachen, so Vintage-mäßig, so alter Technologie immer ziemlich, ja, ich sag mal, interessiert. Aber das hat auch was damit zu tun, dass man es halt aus dem Alltag nicht kennt, weil ich zu den Zeiten einfach nicht groß geworden bin. Aber, ja, ich finde halt einfach, es sieht cool aus. So, die Wiegestation, die kam auch natürlich mit dem Highway DLC dazu, weil wir die Wiegestation natürlich innerorts nicht haben. Und jedes Mal, wenn wir hier hinfahren, dann ist es so, dass die LKWs gerade erst hier drauf fahren. Die kommen also quasi alle frisch und wir können die dann abfertigen für die jeweilige Kontrolle halt. Ich
Park hier jetzt mal ein. Ach ja, und übrigens, dieses Fahrzeug hier ist übertrieben schnell in der Beschleunigung. Ich weiß nicht, ich habe ja noch nicht richtig aufs Gas gedrückt, aber das ist richtig, richtig schnell. Ich würde behaupten, sogar schneller als der Penta Z, also als der Dodge Charger. Und dabei sogar noch ein besseres Kurvenverhalten, wenn ich mich nicht allzu sehr irre. Okay. Also zur Wiegestation. Wir kommen hier hin und hier sind LKWs, ja, entweder rausgewunken worden oder die müssen generell hier vorbeifahren und wissen, dass sie hier drauf müssen. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir fangen mal erstmal beim Gewicht an. Also, dieses Fahrzeug hat demnach, jetzt wenn wir nach der KG-Anzeige gehen, LB ist glaube ich für Pfund, was eigentlich nicht sein kann, weil Pfund und Kilo und sich unterscheiden sich nämlich genau von der Hälfte, weil ein Pfund ist ja die Hälfte von einem Kilo, wenn LB Pfund war, vielleicht irre ich mich, aber egal. Also, diese Dinger dürfen maximal 60.000 Kilo wiegen. Jetzt ist es so, das wiegt aber jetzt nicht 863 Kilo zu viel, sondern genau so viel zu viel wie 60.006, soweit ich weiß. Ich kontrolliere das einmal, damit ich auch nichts Falsches sage. Wir haben ja hier unser schönes Strafgesetzbuch. Highway, Wiegestation, Highway-Schicht, war das hier? Warte, das ist da oben, ne? Dienst an der Wiegestation, genau. Genau, nicht 006, sondern 06. Genau. Also, wenn da noch eine 60 unter der 60 ist, ganz rechts, von ganz rechts gesehen, unter 60, dann wäre es in Ordnung. Hier haben wir jetzt aber quasi 803 Kilo zu viel. Das heißt, wir müssen dem gleich auch ein Fahrverbot erteilen. Wir dürfen den nicht weiterfahren lassen und wir müssen auch ein Bußgeld dementsprechend erteilen. Okay, wie gehe ich hier ran? Ich gucke mir das Kennzeichen an, dass ich das einmal im System habe. Dann muss ich das gleich noch mit den Personalien abgleichen. Ich gehe, drücke einmal F und sage, okay, ich halte sie fest wegen Kontrollpunkt Wiegestation. Ich muss Ihre Daten und Papiere überprüfen. Bitte kooperieren Sie. Ich bin schon spät dran. Beeilen Sie sich bitte. So, dann frage ich nach den Dokumenten und erstmal nach dem Führerschein wie Versicherung. Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. So, schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir hier schon direkt einen geklauten Personalausweis. Ich glaube, unterschiedlicher könnten sich die Personen nicht sein. Und hier sehen wir auch, deshalb ist diese Kennzeichenüberprüfung praktisch, weil beim Kennzeichen sehen wir, dass es tatsächlich der Fahrer ist. Aber wir haben jetzt quasi den richtigen Personalausweis aus dem Einwohnermeldeamt quasi. Und 9CL, jetzt muss ich mal kurz gucken gleich. Ich muss da gleich mal drauf achten. Ich meine, das war 9CL ungefähr. Genau, Zulassung ist ungültig, die können wir quasi direkt gleich geltend machen. Und dann halt der gestohlene Personalausweis. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob das 9CL auch war. Ja, war richtig gut. Das heißt, wir können dann direkt nochmal hier wegen dem, wegen der Zulassung, genau. Das heißt, wir machen Verstoß und der ist mir schon direkt unsympathisch, weil er einen gestohlenen Personalausweis hat. Das heißt, wir gehen jetzt auf Truck und dann abgelaufenes Kennzeichen. Weil die Zulassung ist in dem Spiel aufs Kennzeichen bezogen. Das kann nur beim Kennzeichen heißen, dass halt quasi der TÜV nicht gemacht wurde, kann man sagen. Das kann ich euch auch direkt zeigen. Wir haben jetzt 23 und der wird dann von 22 sein oder so. Und da steht tatsächlich 22, ja. Genau. Das haben wir ja jetzt. Und jetzt müssen wir nach dem Electronic Logging Device fragen, dem ELD. Dürfte ich bitte Ihren Fahrtenschreiber sehen? Ich muss die Daten verifizieren. Auf jeden Fall. Bitte sehr, Officer. Genau, sowas haben wir ja auch in Deutschland. Da können dann die Fahrer irgendwie so eine Fahrerkarte, glaube ich, reinstecken. Und das gibt es halt in Amerika halt auch. Also beziehungsweise das Spiel ist dem Amerika, also den eigentlich England oder Amerika? Auf jeden Fall, ja, wie auch immer, nachempfunden. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch dann in der Lokalität auch gibt, also nicht nur in Deutschland. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil das ist relativ selbsterklärend. Aber wenn wir jetzt A drücken, sehen wir nämlich einmal die Fracht, die deklariert ist für den Auftrag. Und die müssen wir gleich checken. Es ist so,
Ich zeige euch das mal. Ich merke mir jetzt Autoschlüssel, Geldbörse, Busticket, Taschenball. Die Anzahl kann ich mir nicht merken, weil ich glaube, darum geht es auch nicht. Es geht dann nur um die Art der Waren, falls da was anderes sein sollte. Also Autoschlüssel, Geldbörse, Busticket, Taschenball. Ah, jetzt gehen wir einmal rüber. Aber ich lasse ihn jetzt schon mal direkt aussteigen, weil ich sowieso gleich noch eine Alkoholkontrolle machen muss, so wie sich das gehört. Und dann sparen wir auch ein bisschen Zeit, wenn er dann gerade am Aussteigen ist und wir sind quasi schon hier hinten am Kontrollieren. So, gucken wir mal. Also wir hatten alles drin außer Drogenbesteck. Und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren muss. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich weiß nicht, inwiefern das legal noch ist, weil wir reden ja nicht von Drogen selber, sondern nur vom Besteck. Ich kann es euch echt nicht sagen. Die Fechte, ja, das ist natürlich sehr schön. Oh Mann, die wird aber ganz schön viel jetzt kriegen. Tackling, Update und einmal hinten dran und tschüss. Ziemlich beeindruckend. Aber es hat wehgetan. Ja, dann. Bitte kooperieren genau, Sie friedlich, ich wollte ihn jetzt direkt festnehmen, Probe, um sehen, aber dann kann ich die Alkohol- und Drogenkontrolle nicht machen. Ach du Scheiße, oh, da kommt viel bald rum. Oh Gott. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Oh, das muss ich mir jetzt mal als merken, ja. Also, halten wir fest. Ich fange jetzt erst mit dem Alkoholverstoß an. Also das war einmal Betäubungsmittel am Steuer Alkohol. Nochmal, das habe ich schon mal gesagt bei der ersten Folge, wo wir PKW-Fahrern kontrolliert haben. Bei den PKW-Fahrern ist eine Grenze bis zu 0,08 BAK erlaubt. Und bei den Truckfahrern absolutes Alkoholverbot von 0,0%. 0,0001% wäre schon zu viel. Und diese 13 BAK, die mir, glaube ich, gerade angezeigt wurden, die sind wesentlich drüber. Okay, dann hatten wir das mit dem Personalausweis. Der war ja gestohlen. Gefälscht war ja, wenn wir keinen Systemeintrag dazu finden. Und gestohlen, wenn ein anderes Passbild drauf ist. Und dann ist er noch geflohen. Das kommt auch noch dabei. Das sind jetzt bestimmt so um die 200 Punkte. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Hä? Gehen Sie dann bitte auf den Bürgersteig. Ich 60 nur? Sagen, ehe ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen Ach nee. Habe. Die 200 waren, glaube ich, wenn wir in Form von einem Einsatz jemanden festnehmen mit mehreren Sachen. So war das, glaube ich. Wo willst du jetzt hin? Frage ich mich. Will er jetzt wieder zum Truck zurücklaufen oder was? Bleibt er jetzt da stehen? Bleibst du da stehen? Okay. Ich will aber nicht, dass. Aber wir müssen die eskortieren, weil sonst ist er gleich weg. Bitte kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Und das dauert und dauert und dauert. Weil das Problem ist, ich glaube, die haut sonst ab, aber das erspare ich euch jetzt mal. Ich spule gleich vor. Weil ich will nicht, dass die gleich abhaut, bevor ich die noch für was anderes belangen kann. So, wir sind wieder an seinem Truck zurück oder dem von seiner Spedition, wie auch immer. Ich hätte jetzt so vorgehabt, ich war ja gerade hinten dran. Und jetzt muss ich nochmal gucken, weil blöderweise wurde mir das nicht angezeigt, weil ja die Person geflohen ist. Also er in dem Fall. Das ist bestimmt Springmesser. Warum zeigst du mir nichts an, Kollege? Ich will wissen, was da drin ist. Ja, sag mir nicht, da ist jetzt schon wieder der nächste Bug. Zeig dir mir wenigstens das noch an. Ja, das zeigt er mir an. Das ist wichtig, weil wenn ich jetzt gar nicht mehr die Fracht hätte sehen können, wäre das schlecht. Vielleicht hat er sich jetzt erholt, weil ich die andere an sich gehabt habe. Naja, okay, da müssen wir darauf verzichten, ist leider so. Ich sag von meinem Gefühl her, dass das ein Springmesser war, wenn mir das so angezeigt wurde. Kann mich irren, aber ich verlasse mich einfach mal auf mein Gefühl. Dann gehen Sie bitte auf den Bürgersteig. Bitte, das ist geil. Das hat gut funktioniert. Okay. Dann kann der abgeschleppt werden.
Und dafür rufe ich einen Transporter. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ach ja, übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, man kriegt fürs erstmalige Eskortieren, wenn ich ihn jetzt so einmal kurz nehme und auch nur einen Meter eskortiere, kriege ich, glaube ich, 30 Punkte. Wenn den Gefangenentransporter ruft, eskortiert den erst einen Meter und ruft ihn dann, dann hat er nämlich 30 Punkte mehr. Kleiner Tipp am Rande. So, der hier, der ist auch wesentlich zu schwer, noch viel schwerer wie der andere. Wir haben hier 9 CO und dann geht's mal los. Kontrollpunkt Spiegelstation. Bitte kooperieren Sie. Ich weiß, Officer. Was brauchen Sie? Erstmal die Dokumente. Können Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung zeigen? Klar, bitte sehr, Officer. Hat einen Waffenschein, das müssen wir uns merken. Zulassung ist auch ungültig, wie beim anderen. Und, ja, Alkohol. Verstoß bestrafen, Zulassung, Truck, das und, ja, ich rieche Alkohol, aber erstmal eine Verwarnung. Nur eine mündliche Verwarnung. Vielen Dank, Officer. Wobei das eh nur ein Delikt sein kann, weil wenn ich Alkohol rieche, dann kann er ja nicht 0,0 haben, aber steigen egal, Sie wir lassen den Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Jetzt habe ich das ELD vergessen zu, ach, ich kann nämlich auch noch geben, okay. Ich muss die Daten verifizieren. Hier, Officer. Sehen Sie selbst. Ja, mach ich mal. Ja, das sieht erstmal gut aus. Autoschlüssel, Feuerzeug, Kaugummi, Kunststoff. Ja, okay. Ich habe übrigens eingestellt, dass ich einen Hinweis bekomme, wenn nicht deklarierte Fracht drin ist. Das heißt, wenn hier irgendwas nicht stimmt und das ist gerade nicht illegal, müsste ich darauf hingewiesen werden. Ja, das ist aber, waren auch nur 4 Sachen. Das wird schon so passen. Ich wette, das geht jetzt auch nicht mit dem Anzeigen. Oder es lag am Truck. Ah, doch, jetzt geht's wieder. Ja, dann bin ich beruhigt. Ja, jetzt muss ich dir mal... Jetzt habe ich dir voll die Tür gegen den Kopf geschlagen. Ja, so ist es halt, ne? So, jetzt muss er im Prinzip nur den Atemkontrolltest machen, den er aber nicht bestehen wird. Um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Das geht halt nicht, ne? Ja, der hat jetzt ungefähr so die Hälfte von dem anderen. Vielleicht so, ja, eher so. Ja, ein bisschen mehr. Ne, ein bisschen weniger. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ja, das ist erstmal in Ordnung. Dann ist er halt jetzt hauptsächlich wegen Drogenmissbrauch am Steuer, ne? Das war ja eigentlich alles. Ich habe vergessen, den anderen zu durchsuchen, fällt mir gerade ein. Ja, da soll ich demnächst mal vielleicht ein bisschen besser drauf achten. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Gehen Sie dann bitte auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. So, das mache ich eben hier. Hände hoch, ich werde Sie jetzt abtasten. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Genau, hier ist alles gut. Bis auf die Handfeuerwaffe, dafür hat er aber einen Waffenschein. So, und jetzt der Trick. Ich könnte jetzt hier drauf gehen. Ich gehe aber erst auf Begleiten, krieg 30 Punkte und gehe jetzt auf Krankentransport rufen. Jetzt habe ich in 1-2 Sekunden 30 Punkte mehr bekommen. Ja, das ist ein an sich ganz guter Tipp. Ist der andere noch hier? Ja, dann durchsuche ich den auch nochmal eben. Die Verstärkung ist nicht mehr erforderlich. Verstanden. Ich rufe den Wagen zurück. So, jetzt kann ich nämlich auch nochmal eben durchsuchen. Erlauben Sie mir eine Durchsuchung, nur für den Fall, dass Sie etwas Illegales bei sich tragen. Da habe ich das doch schon gemacht. Ich meine, ich habe das... Ich muss Sie durchsuchen. Ah doch, ich habe Punkte bekommen. Ich habe 5 Punkte bekommen. Habe ich also noch nicht gemacht. Okay, dann kann ich ihn aber jetzt wieder rufen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Okay, dann haben wir die auch soweit fertig. Genau, kommen wir zu dem. Der ist tatsächlich im Gewicht. Also da kann schon mal soweit nichts passieren.
3MC. Gut. Dann machen wir hier weiter. Ich muss Ihre Daten und Papiere überprüfen. Bitte kooperieren Sie. Ich bin schon spät dran. Beeilen Sie sich bitte. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, Officer, bitteschön. Okay, das waren 3MC, genau. Hat einen Waffenschein, okay. Zulassung ungültig. Aber die haben es heute irgendwie mit den Kennzeichen, habe ich das Gefühl, mit der Zulassung. Die hatten ja jetzt alle drei dasselbe Problem. Ja. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führung eines Fahrzeuges mit abgelaufenem Kennzeichen. Ich kann nicht fassen, dass das gerade passiert. ELD verlangen. Ich möchte Ihren Fahrtenschreiber sehen. Ich muss die Daten verifizieren. Sein muss, bitteschön. Okay. Genau, hier ist auch interessant, das ist Strahlgut. Wenn man das so bezeichnen kann, radioaktives Material. Und da muss man halt gucken, ob dann so eine Genehmigung da aufploppt unter Genehmigung. Das ist, glaube ich, das System ist, glaube ich, bei allen dasselbe. Man muss nicht wissen, was das ist, aber wenn das Logo an der Fracht mit dem unter der Genehmigung übereinstimmt, ist es in Ordnung. Ach, ich glaube, das war das mit der nicht deklarierten Fracht. Dass wenn die Genehmigung nicht da ist, dass das eine nicht deklarierte Fracht ist. Ich glaube, das ist es. Das kann sein. Okay, wir haben Brille. Jod? Weiß ich nicht, Schuhe, Sprühdose. Da gucke ich auch mal einmal. Lass jetzt die Dame einmal direkt aussteigen in der Zeit. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So. Schauen wir mal rein. Ja, das passt ja. Ist er da die Erste, die von den anderen drei nicht, also anderen zwei nicht in den Knast muss? Das wäre ja zur Abwechslung mal ein bisschen, ja, schöner. Marihuana, 28 Gramm. Ich würde sie gern durchsuchen, ob sie auch was hat, aber das darf ich ja leider nicht, weil wir keinen Tatbestand haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch Marihuana dabei hat. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ich hätte jetzt fast gesagt, na, wenn die nichts hätte, dass wir das Risiko eingehen und sie trotzdem durchsuchen, um die Mechanik zu erkennen, dass wenn sie was dabei hat, ob die Spielmechanik merkt, ob ich sie regulär, also ob ich sie festnehmen, durchsuchen darf, wenn ich, wenn sie das hat, obwohl ich nicht weiß, ob sie noch was hat. Aber das kann ich jetzt leider nicht testen, weil ich es jetzt sowieso durchsuchen darf. Das hätte mich richtig gerne interessiert. Ich werde sie jetzt abtasten. Aber das können wir leider so nicht mehr rausfinden. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde sie durchsuchen. Die hat sicher Marihuana, mit Sicherheit. Ne, okay, doch nicht. Dann ist das jetzt eh irrelevant. Aber sie hat ein Sprengmesser. Das war THC, ne? Ja, ich verlasse mich jetzt mal auf mein Gefühl. THC und Sprengmesser. Ich lege Ihnen Handschellen an. Dann gehen Sie bitte auf den Bürgersteig. Ich weiß. War richtig. Tut mir leid. Mir war nicht bewusst, dass es so viele sind. Also, ich würde, wir müssten eigentlich schon zwei Fahrverbote erteilen, aber davon müssen zwei in den Knast und sie hat kein Fahrverbot in dem Sinne, zumindest was das Gewicht angeht, nicht. Ja, dann machen wir unseren kleinen Trick bitte hier wieder. Kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Okay. Der ist wieder ordentlich überladen. 5RE. So. Dies ist eine Routinekontrolle. Bitte kooperieren Sie. Okay, bringen wir es hinter uns. So zeigen einmal Sie mir Ihren Personalausweis und die Dokumente. Bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. So, 5RE stimmt. Und das sieht ja sehr, sehr clean aus. Bis auf, ich finde das so witzig. Achte mal auf die Frisur. Die geht immer hoch und runter. Ich weiß nicht, was das ist, aber
Ich find's witzig. Okay, dann ELD verlangen. Bitte kooperieren Sie und zeigen Sie mir Ihren Fahrtenschreiber. Sicher doch. Hier, Officer. Okay. So, wir haben jetzt Streichholzbrief, hier neues Papier, Münzen und Schokolade. Dann darf der Herr jetzt direkt mal aussteigen und wir kontrollieren mal den Frachtraum. Treten Sie auf den Bürgersteig. Schauen wir mal hier rein. By the way, ich kann mir gefühlt die Hälfte von der Fracht nicht merken. Aber ich erkenne sie zum Teil wieder, habe ich das Gefühl. Gestohlener Gegenstand. Ich nehme den mal hoch wegen Diebesgut, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, so wie ich das hoffe. Weil normalerweise würde ich doch, glaube ich, einen Hinweis kriegen, dass er was gestohlen hat. Ich meine, wir sind gut dabei. Ich gehe das Risiko mal ein. Oh, ja, der hat auf jeden Fall was getrunken. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ja, also dafür wird er auf jeden Fall hochgenommen. Das ist schon mal sicher. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ey, ohne Scheiß. Also ich glaube, die Supermärkte kriegen jetzt echt Lieferengpässe, weil dann nur noch 10% von der Belegschaft Waren liefern können. Einfach 4 von 5 wandern direkt in den Knast. Ich glaub's nicht. Alter Schwede. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Amphetamin getestet habe oder Drogen. Ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ja, hatte ich schon, okay. Also gut. Das war ja... Oh, ich habe bei den anderen voll vergessen, die Überladung zu bestrafen. Habe ich voll vergessen. Überladung, Strafzettel. Die Ladung Ihres LKWs überschreitet die zulässigen Grenzwerte. Für diesen Verstoß erhalten Sie ein Bußgeld. Okay, ich muss sowieso... Ich wette, die ist gleich weg. Scheiße, ich habe keine Handschellen. Okay, ich gehe jetzt mal zu denen hin und versuche den Verstoß zu... Geht nicht. Ja, okay, dann lässt was mit dem Verstoß. Ehe da jetzt irgendwas anderes passiert. Oh nee, jetzt ist er weg. Ach, ich hab's geahnt, aber ich habe keine Wahl, ich habe keine Handschellen mehr. Ja, es geht nicht anders. Tut mir leid, Leute, aber es geht nicht anders. Ja, schade. Aber ich will hoffen, dass jetzt... Okay, der Fortschritt von der LKW-Waage selber ist noch da. Aber wenn die hier noch stehen... Ich guck mal einmal, ob ich den Verstoß noch nachgängig... Brechen Sie die Verhaftung ab. Sie ist nicht mehr erforderlich. Bestrafen Danke. Kann. Verstanden. Verstärkung abgezogen. Ja, jetzt ist er natürlich mit dem LKW weitergefahren. Ist ja klar. Kann ich den noch bestrafen, den Verstoß? Dies verstößt gegen die Gewichtsbeschränkungen. Ihr LKW transportiert mehr als das zulässige Höchstgewicht. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Also das ist gerade so ganz hoch und runter und ich fange da an, höre da auf und es ist ganz komisch, dieses Hin und Her gerade. Aber ich bin so ein bisschen durcheinander, habe ich das Gefühl. So, Verstoß bestrafen, Bußkraftfahrer, überladen. Ich wollte unbedingt dieses zeigen, dass man das auch noch machen kann. Okay. Und man kann auch sie laufen lassen. Und wenn man laufen lässt, dann steht da, glaube ich, normal laufen lassen und dann hier oben Fahrverbot erteilen. Da habe ich ganz lange nachgesucht, wie man das einstellen kann oder machen kann, bis ich gefunden habe, dass man das hier oben dann anklicken kann. Weil das eine ist ein Laufen, also das eine ist Weiterfahren und das andere ist Abweisen mit Fahrverbot quasi. Habe ich das jetzt schon gemacht? Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Ja, das okay. Habe ich jetzt geahnt. Dass ich jetzt wegen dem, Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Weil auch wenn ich hier nochmal, also bei nochmal Strafzettel ist klar, dass man einen Punktabzug kriegt, aber man kriegt auch Punktabzug, wenn man schon mehrmals verwarnt. Warum? Das waren noch 5, ne?
Warum ist da denn jetzt keiner mehr? Hä? Egal, ich frage einfach nicht. Also wir haben 49X. 4NX meine ich, Entschuldigung. Ich muss Ihre Daten und Papiere überprüfen. Bitte kooperieren Sie. Ich weiß, Officer. Was brauchen Sie? Ich brauche... warte mal. Ja, klar, Dokumente. Ja. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte werfen, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. So, schauen wir mal. Jetzt sag nicht, das war der, den wir gerade eigentlich festnehmen wollten. Nee, das war wer anders. Das wäre jetzt äußerst witzig gewesen, wenn sie den Personalausweis gewechselt hätten. Das wäre zu witzig gewesen, aber nein. So, wir müssen jetzt, da wir den falschen Ausweis haben, müssen wir uns nach dem Kennzeichen richten. Das ist nämlich das hier und die Frau stimmt ja vom Foto überein. Das heißt, wegen der Sache merken wir uns einfach, dass sie einen gestohlenen Personalausweis hat und das ist unser Anhaltspunkt für die eigentliche Identifikation von der Fahrerin. Und hier ist alles in Ordnung. Bis auf Waffenschein hat sie nicht, aber sie wird wahrscheinlich eh keine Waffe haben. Okay. Das ist interessant, jetzt steht da, Person scheint nervös zu sein. Laut diesem Regelwerk von diesem Spiel heißt es, wenn man merkt, dass die Person nervös ist, darf man die zum Beispiel sogar schon durchsuchen. Das Problem, was ich mir stelle, ist aber, wenn das eine Simulation im Simulationsmodus ist, wo man die Anzeige nicht hat, woran will man das erkennen? Bitte, ist halt meine Frage. Sie mir Ihren, aber vielleicht irgendwie durch dieses nervöse Hin- und Herwippen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, und das sieht in Ordnung aus. Genehmigung, das geht auch. Süßigkeiten, Feuerwerk, Reifen, Snacks. Okay. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Okay, dann schauen wir mal rein. Ja, das passt. Okay, also eigentlich, wenn sie jetzt die Alkoholkontrolle besteht, dann wäre das ja noch möglichst nicht zu, also zu verzeihbar. Aber jetzt sind alle, eigentlich, das sind alles, wie soll ich sagen, alles Knastis, wenn man so will. Ah, gestohlener Personalausweis und ab dafür, würde ich sagen, ne? Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Gehen Sie dann bitte auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Ja, einmal durchsuchen. Ich werde Sie jetzt abtasten. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Okay. Jetzt muss ich einmal kurz was gucken. Das ist ja hier ein Hauptquartier, aber unsere nächste Hauptstation wäre da. Also mit den Autos. Kann ich hier relativ schnell hinfahren? Okay. Ich würde sagen, ich mache einmal einen Transport. Einen Gefangenentransport selber. Auf die Polizeidienststelle bringen. Und dann fahren wir eben noch zur Dienststelle. Kann ich nochmal so ein bisschen das andere Fahrzeug zeigen. Und dann beende ich aber auch die Folge. Dann haben wir noch ein bisschen was von dem IPV, dem Interstate Police Vehicle, damit man ein bisschen mehr von sieht. Ja, genau. So, dann lassen wir die hier mal einsteigen. Kopf einziehen. So,
Und wir fahren da mal über Code 2. Kurz gucken, ist das jetzt die richtige Richtung? Sie haben das Recht, die falsche Richtung. Also ist eigentlich fast gleich. Egal. Also ich finde das wirklich nach wie vor richtig cool mit diesen Drehspiegeln als Rundumleuchte. Und ich zeige euch jetzt mal einmal, weil das konnte ich gar nicht demonstrieren, wie schnell dieses Teil... Was ist denn hier los? Das Ding fährt relativ zügig. Und das hat für die Temperatur, genau, für das Tempo ein ziemlich gutes Fahrverhalten. Ich würde sagen, besser als der Dodge Charger, also der Penta Z. Hat ja gar kein Licht an, oder? Doch, hat er. Sah man nur schlecht. Also wie gesagt, ich glaube, ich werde mit dem Ding aber öfter fahren. Nur aktuell mache ich das so, dass ich jetzt erstmal alle Fahrzeuge rotiere, damit ihr halt alles erstmal mal gesehen habt. Weil wenn ich jetzt immer drei Folgen dasselbe Fahrzeug fahre und ihr wollt halt so ein bisschen so einen Eindruck vom Spiel kriegen und von den Fahrzeugen, vor allem auch von den Fahrzeugen, damit ihr euch dann auch ein Bild davon machen könnt, falls ihr überlegt, euch nochmal ein Fahrzeug als DLC zu holen. Das ist ja tatsächlich ungemein wichtig, da ein Bild von zu kriegen, vor, bevor man dann dafür Geld ausgibt. Nee, warte mal. Ich wollte eigentlich geradeaus, glaube ich, ne? Nee, geradeaus war richtig. Oh, ein Unfall, den ich verursacht habe. Sehr schön. Kann ich mich direkt selber inhaftieren. Ich fahre ja gerade hin, bin ja auf dem Weg dahin. Wow. Oh, okay, alles gut. Habe alles unter Kontrolle. Alter Schwede. Der zweite Unfall, den ich verursacht habe. Ich bin ein guter Cop, glaube ich. Ich bin ein sehr guter Cop. Ja, machen wir wie letztes Mal. Einfach durch die Ausfahrt reinfahren. Passt schon. So. Also ich lasse die Lichter echt... Ich lasse die Lichter echt nur an, weil das so geil aussieht. Ich bin ehrlich. So. Bringen wir die mal in die Zelle. Ja. Bleiben Sie vorerst hier. Dann würde ich sagen, war das die 6. Folge von Police Simulator Patrol Officers. Da jetzt unser Spiel sehr gut durchgehalten hat, weil es tatsächlich zum Glück an den behebbaren falschen defekten Dateien lag, können wir jetzt auch wieder längere Aufnahmen machen und vor allem auch welche, die halt dann zum Ende hin auch halten, weil die Ansicht haben wir jetzt schon seit, jetzt müssen wir kurz überlegen, 4 Folgen glaube ich nicht mehr gesehen, weil halt immer das Game abgestürzt oder 3 oder 4 Folgen. Wir hatten ja jetzt 3 Folgen. Nee, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Wir hatten 3 Abstürze hintereinander, genau. Die zweite Folge war vollkommen in Ordnung. Und dann ab der 3., 4., 5. und das ist jetzt die 6. Genau, wir hatten 3 Abstürze und das ist jetzt nach 3 Folgen wieder die erste danach, die Folge, die halt wieder komplett regulär ausfällt, genau. Ja, ist eigentlich ganz gut. War für die Zeit vielleicht jetzt nicht unbedingt, das ist ein bisschen mager, aber wie gesagt, LKW-Waage braucht viel Zeit, macht aber Spaß. Und die wollte ich unbedingt zeigen. Ich wollte euch das IPV zeigen, die Rundumleuchten, die Drehspiegel und die LKW-Waage, alles in einem und dann noch auf Nachtschicht. Was will man mehr? Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann, sag ich mal, bis in der nächsten Episode von Police Simulator Patrol Officers. Ciao.